Hey, hey, what's up und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mediabox Tutorials Kanal. Mein Name ist Mohamed und ich habe mich dazu entschlossen, mindestens einmal im Monat auf diesem Kanal ein Geschenk zu machen, ein Giveaway. Und was passt zu meinem Kanal? Natürlich Templates. Templates wie zum Beispiel Übergänge in Premiere Pro oder Thumbnail-Designs für Photoshop oder auch einfach mal Intros in After Effects. Und heute fangen wir an mit den Top 10 Übergängen in Premiere Pro. Den Download-Link für dieses Projekt findest du in der Videobeschreibung. Es ist wie letztes Mal auf Google Drive hochgeladen, also kannst du dir sicher sein, dass kein Virus vorhanden ist. Wir klicken einmal auf den Browser und wie gesagt, wenn du diesen Link einmal aufgerufen hast, kannst du dieses Projekt ganz normal über dieses Icon herunterladen. Und schon habe ich das hier heruntergeladen. So, im Explorer kann ich das Ganze einmal per Rechtsklick entpacken. Dann habe ich hier quasi mein Projekt. Es ist wichtig, dass du es weißt. Du kannst diese Datei in dein bestehenden Projekt importieren per Drag and Drop. Hä? Denkst du dir das? Wie meinst du das jetzt? Lass mich dir das kurz zeigen. Wie du siehst, habe ich hier schon fertige Videos. Also ich habe schon hier zurechtgeschnitten, aber mir fehlen halt hier die Übergänge. Und das meine ich mit per Drag and Drop in dein Projekt reinziehen. Also das ist die Datei per Drag and Drop im Premiere Pro hier rein importieren. Dieses Fenster öffnet sich. Ja, gesamtes Projekt importieren und Ordner für importierte Elemente erstellen. Klickst auf OK und hier links findest du dann deinen Ordner. Und wenn du hier einmal aufklappst, sind hier die Übergänge. Wenn du jetzt per Drag und Drop deine Timeline ziehst, kannst du auf Play drücken und schon hast du deinen Effekt. So, es kann aber auch durchaus sein, dass sowas hier erscheint, also zwei kleine Ebenen, und das Ganze wird einfach nur schwarz eingeblendet. Deswegen müsstest du dringend hier draufklicken, Sequenzen als Verschachtelung oder Einzelclips einfügen. Ja, also den einmal hier abwählen quasi. Und jetzt kann ich quasi eine zweite. Wichtig ist, dass das auch passend aussieht. Beispielsweise habe ich hier Heißluftballons in der Türkei und dann quasi einmal hier detailliert und einmal im Groben quasi. Da passt ein Zoom out, also ein Zoom raus. Das heißt, per Drag und Drop hier einmal drauf, genau in die Mitte. Das ist sehr wichtig, dass diese beiden, quasi der Schnitt genau über deinem Videoschnitt liegt. Jetzt per Leertaste auf Play drücken. Und das sieht sehr schön aus. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Dieses Template hat dir gefallen. Falls ja, dann lass doch mal einen Daumen hoch da. Lass uns das YouTube-Algorithmus einmal crashen. Abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und aktiviere auch sofort die Benachrichtigungsglocke. Schau dir meine letzten Videos an und schalte wieder ein, wenn es heißt Mediabox Tutorials.